Hallo, ich bin Leandro. Hallo, ich bin Gaia. Und wir werden euch zeigen eine kleine Kombination, die mit Walz zu tun hat, Musik von Tango Walz, und der Verbindung mit dem Partner. Unser Ziel heute ist es, zu tanzen diese Bewegung. Was ganz, ganz wichtig ist, diese Bewegung zu machen, erst einmal ist, in die Lage zu sein, ein kleiner Gewichtsverlager für sich selber zu trainieren, wo ich meine Achse von einem Fuß zu den anderen bringe, in eine Walzmusik. So, ich kann gerne einen Walz hören und machen 1, 2, 1, 1, 2, 1. Das kann ich sehr gut allein trainieren, brauche ich keinen Partner dafür. Mhm. Und dann natürlich, wenn ich einen Partner habe, wir werden zuerst zusammen das machen. 1, 2, 1. So, ich gehe mit links vorne. Und wham, ich wechsle mein Gewicht und ich führe das Gaia. Und wir gehen zusammen. Und das spüre ich durch den Oberkörper meines Partners, dass ich bewege. So, ihr könnt trainieren, alle zusammen zu verbinden. Und jetzt, was wir werden verändern. Die Idee wäre zu machen, die 1 zusammen und sie führen die 2 nur für die folgende, zu gehen rein in das Kreuzsystem. Was hat Leandro gemacht? Für mich unterschiedlich, und das könnt ihr auch wieder noch mal allein trainieren. Was wir werden machen, ist mit links vorne gehen. Seine Oberkörper. Nur mit dem Oberkörper vorne. Das heißt, ihr könnt trainieren, eure Oberkörper unabhängig von eurem Körper zu dissoziieren und bewegen. Und wenn ihr macht nach rechts. Und hier werden direkt die folgende in Kreuz führen. So, ihr dreht seinen Oberkorb nach rechts und dann nach links. Nach rechts den Oberkorb, nach links den Oberkorb. Und das nehme ich als die Führung, ein Gewicht verlagern. Wir tanzen das jetzt auch in geschlossenen Umarmung zum Beispiel, in mehrere Kombinationen. 1, 2, 1, 2. Ciao e grazie per cucinare. Bene.